Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch eine elektrische Reiselimousine vor, die ihr so wahrscheinlich relativ selten auf Deutschlands Straßen sehen werdet. Den Genesis G80 Electrified. Kommt mit und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und bevor es losgeht, will ich euch kurz auf den Punkt bringen, warum ich den unbedingt fahren wollte und was ich so klasse an dem Auto finde. Ich glaube, die allermeisten meiner YouTube-Zuschauer, wenn ich die Statistik so lese, sind ungefähr so grob in meinem Alter. Und in meiner Jugend gab es keine Geländewagen. Wahrscheinlich könnt ihr euch auch noch gut daran erinnern. Dieser soziale Aufstieg, ich sitze hoch, ich gucke auf dich runter und wenn ich Bock habe, fahre ich auch rüber über dich. Den gab es damals nicht. Geländewagen hatte man bei der Bundeswehr als VW Iltis und ein paar Förster fuhren so ein Ding. Aber vom Kindergarten hast du keinen gesehen. Man fuhr eine Limousine. Und da gab es groß, mittel, klein. Es gab bei Mercedes eine C-Klasse, eine E-Klasse und eine große S-Klasse. Bei BMW gab es einen 3er, einen 5er, einen 7er. Bei Audi einen A4, A6, A8. Es war alles schön übersichtlich. Es gab drei Gruppierungen, groß, mittel, klein. Und du konntest relativ einfach sehen, welchen sozialen Status sozusagen derjenige hat, der damit um die Ecke kam. Kam da eine S-Klasse um die Ecke, hast du gewusst, das ist ein Fabrikdirektor, ein Bankdirektor, irgendeiner, der es geschafft hat. In Hamburg waren noch ein paar Luden dabei, die hast du aber auch schnell erkannt. Aber im Grunde genommen war relativ schnell klar, wenn du diese große Limousine fährst, dieses herrschaftliche Fahrzeug, dann bist du wer. Und das alles ist so ein bisschen verloren gegangen. Heute ist es der Geländewagen, mit dem man sich abgrenzt. Große Limousinen gibt es auch, die sind aber häufig dann für andere Märkte als rundgelutscht, von der Aerodynamik rundgelutscht. Innen drin eine Flipperbude mit 80 Bildschirmen und Swarovski-Steinchen und so weiter. Aber dieses, sagen wir, herrschaftliche Limousinengefühl von früher, wie sie eine S-Klasse, eine 126er ausgestrahlt hat oder von mir aus auch der VW Phaeton, der vorne leider ein VW-Emblem dran hatte, das gibt's nicht mehr. Und ich mag diese Ausstrahlung, ich mag diese Limousinen von damals. Deshalb auch hier zum Beispiel das, was ihr hier seht, diese Sitzbank, diese Sitzmöbel, das ist eine Ausstattung aus dem Volkswagen Phaeton in Navy Blue, also super bequeme Sitze, alles toll. So, und ich habe diesen Wagen gesehen und habe gedacht, das Auto hat genau diese Ausstrahlung von damals, ohne dass er jetzt nicht auf Höhe der Zeit wäre. Aber der strahlt dieses herrschaftliche Limo-Feeling aus. Und ja, kommt mit, ich zeige ihn euch. Ich finde ihn richtig gut. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal hier vorne und reden mal kurz über das Design. Der Designdirektor von Genesis ist Luke Donkerwolke. Der war vorher Designdirektor bei Bentley, Lamborghini und Audi. Und jetzt wird so manches klar, denn das Auto sieht von vorne so ein bisschen aus nach dem Motto, hier, ich sehe so ähnlich aus wie Bentley, schaut mich an. Der Kühlergrill, der natürlich geschlossen ist, und im Prinzip nicht nötig täte, aber tatsächlich vorne dran ist. Die beiden Flügel hier oben drauf aus dem Genesis-Logo, das hat alles so einen leichten Bentley-Touch. Und trotzdem ist es keine billige Kopie, denn das Ganze ist so ein bisschen asketischer und sportlicher. Wiedererkennungsmerkmal von Genesis. Neben den Flügeln sind immer die geteilten Leuchten in zwei, ja, wie soll man das sagen, zwei Streifen sozusagen. Das findet ihr an ganz vielen Fahrzeugen. Ihr findet schon zwei weitere Genesis-Fahrzeuge auf meinem Kanal, die ihr euch dort anschauen könnt. Und diese Fahrzeuge haben ebenfalls diese Designelemente. Aber hier mit dieser Front, die so eindrucksvoll daherkommt, ich finde das schon unheimlich imposant. Das Ganze, wie gesagt, ein Designer-Dream-Team sozusagen. Luke Donkerwolke als Designdirektor speziell für Genesis. Und da drüber möchte man fast sagen, sitzt Peter Schreier. Peter Schreier war mal bei Volkswagen, hat zum Beispiel den Golf 4 designt und auch den Audi A2. Diese Verbrauchswunderkiste mit vier Sitzplätzen war damals ein revolutionäres Design. So ein Auto müsste man mal auf Elektro bringen, finde ich. Aber gut, okay. Und der ist dann 2006 von Volkswagen weg. Da hat Ferdinand Piëch noch gesagt, ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen. Recht hat er, denn er ist eingestiegen bei Kia damals als Designer und ist heute Designdirektor für die gesamte Hyundai Kia Automotive Group und ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für den südkoreanischen Hersteller in Europa. Denn mit dem Design von Peter Schreier ist die Erfolgswelle losgegangen für Kia Hyundai in Europa, weil die Autos jetzt endlich so aussehen, wie wir uns das in Europa vorstellen. Also von vorne, ehrlich gesagt, imposante Front. Hier vorne ist eine Radarnase drunter. Hier ist der Ladeanschluss drunter. Den schauen wir uns gleich noch in Ruhe an. Unten drunter sind die Kühlöffnungen. Ansonsten ist das geschlossen. Sieht imposant aus hier in diesem Weiß Metallic.
Und jetzt hier von der Seite wird auch klar, was das für ein Schiff ist, was das für ein Apparat ist. Das ist eine Oberklasse-Limousine, 5 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,47 Meter hoch oder flach, je nachdem, wie man das nimmt. Für mich ist das immer so ein 10 Quadratmeter Auto, so bezeichne ich die eigentlich immer. 5 mal 2 Meter mit den Spiegeln. Das ist eine Fläche, auf der wohnt in Tokio eine fünfköpfige Familie und wir fahren auf dieser Fläche alleine Auto. Spaß beiseite, es macht super, super Spaß, mit dem Auto zu fahren. Tun wir gleich zusammen. Ich nehme euch mit der Kamera auf eine kleine Probefahrt und wir fahren gleich zusammen. Aber jetzt erstmal zu dieser Seitenansicht. Auch hier wieder die Linien, die Scheinwerfer, diese zwei Linien, die so richtig ums Eck kommen, richtig um die Ecke gehen, hier nochmal aufgenommen. Das sind die seitlichen Blinkerleuchten und auch die Heckleuchten kommen ums Eck herum und gehen dann ums Heck. Ist wirklich ein tolles Design. Neben diesen zwei Streifen und den Flügeln gibt es auch Parabeln. Die kennt ihr noch aus dem Matheunterricht, war furchtbar früher. Aber hier im Design ist dieses parabelförmige, asketische Design versteckt. Macht einen tollen Eindruck. Uyuni White heißt die Farbe, so ein weiß Metallic. Super, super schick, in der dieses Auto eine gewisse Präsenz hat. Es gibt auch ein schönes Blau-Grün-Metallic, habe ich schon gesehen. Wäre eher mein Favorit. Weiße Autos sind schnell schmutzig bei dieser Witterung auf jeden Fall. Da kannst du ihn jeden Tag waschen. Aber so als weißer Riese sozusagen kommt er natürlich sehr, sehr imposant daher. So, weiter nach hinten. Ja, was ist das für ein Heckabschluss? Oder so schön kann eine Oberklasse-Limousine aussehen. Wahnsinn. Diese beiden Linien, die ja von vorne losgehen, an der Seite auch schon als Blinker ausgeführt sind, siehst du hier nochmal gekommen von der Seite um die Karosserie rum, nach hinten. Also toll gemacht, wirklich super, super schick. Imposanter Heckabschluss, kleiner Bürzel hier, kleine Kante, die so ein bisschen diese Sportlichkeit hier gibt. Keinerlei Hinweis auf Elektro, außer das E-Kennzeichen. Und ansonsten super, super Heckabschluss. Noch kurz, um die technischen Daten zu erweitern oder abzurunden. Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 2,3 Tonnen, wie es sich für eine stattliche Oberklasse-Limousine gehört. Zulässiges Gesamtgewicht sind 2,77 Tonnen, also 470 Kilo Zuladung. So, apropos Zuladung, dann kommen wir langsam zu den inneren Werten und machen mal den Kofferraum auf. Und jetzt kommt eines der Dinge, wo ich sage, das muss man wissen, wenn man dieses Auto gut findet. Und vielleicht auch einer der Sachen, wo man sagt, da muss ich mal überlegen. Dieses Auto hat ein Kofferraumvolumen von 354 Litern, was einer Oberklasse-Limousine nicht ganz ebenbürtig ist, denn hier hinten auf der Hinterachse ist irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, ob es ein Stück Antriebseinheit ist, die Motoren, ein Stück vom Akku, keine Ahnung, aber hier hinten ist so ein Buckel im Kofferraum, der verhindert, dass du einen großen Koffer einladen kannst. Du kannst zwar auch die Rückbank umklappen, bringt aber nichts, weil du wirklich da irgendwie nicht durchkommst. Und das ist so ein bisschen das große Manko an dem Auto. Wenn du schon herrschaftlich mit 4 bis 5 Personen unterwegs bist, dann hast du mit deinem Rimowa-Kofferset hier hinten echte Probleme, das reinzukriegen. Der erste große Koffer versperrt dir den gesamten Platz durch diesen Buckel da hinten. Das wäre eine der großen Einschränkungen. Es liegt wahrscheinlich daran, weil unter diesem Auto ja eine Plattform ist, die auch als Verbrenner angeboten wird. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo ich sage, ja, muss man wissen. Kann man als Nachteil auslegen oder auch nicht. Muss man wissen, 354 Liter Kofferraumvolumen, dann ist Feierabend. Bleiben wir bei den inneren Werten und arbeiten uns nach vorne vor. Und ich steige einfach mal ein. So, und dann nehme ich mal Platz da, wo man in einer Limousine am besten Platz nimmt, nämlich hinten rechts, wo sonst. Türen knallen ist nicht beim Genesis, ich brauche die nur anlehnen. Den Rest macht die elektrische Zuziehhilfe. Ist die Tür zu, richtig cool. Fairerweise muss ich sagen, dass der Testwagen ein extra hat, ein Executive-Paket für die Rücksitze. Ich sitze hier also richtig komfortabel. Erster Punkt ist der Sitz hier vorne. Das sieht man, wenn man so Chauffeurswagen sieht, dann ist der Sitz immer ganz nach vorne geschoben, weil hinten rechts sitzt ja derjenige, der gefahren wird. Das kann man hier alles machen. Hier an der Seite sind zwei Regler versteckt, mit denen ich relativ einfach den Sitz bedienen kann und schon kann ich ihn mir wegschieben. Der war eben sehr weit nach hinten gestellt. So, zack. Und jetzt habe ich hier richtig fürstlich Platz, wenn da vorne keiner sitzt. Ansonsten kann ich mir das hier entsprechend, auch die Lehne, das kann ich alles beeinflussen. Geht auch, wenn da vorne einer sitzt, lustigerweise. Ja,
Executive-Paket heißt, ich greife hier einmal rein und kriege hier eine Mega-Kontrolleinheit und habe noch zwei Monitor-Bildschirme, auf denen ich die Navigation hier sehen kann. Ich kann sehen, wo wir fahren. Ich kann auch einen Film gucken, allerdings ist das nicht online. Also es gibt ja kein Netflix oder YouTube, sondern man muss tatsächlich dann sich was auf dem USB-Stick laden. Hier in der Mittelkonsole ist eine USB-Schnittstelle. Da kann man das anschließen und dann kann man hier Filme gucken oder ähnliches. Es gibt Kopfhörerbuchsen, sodass ich den Sound hier nicht nerve im Auto, dass ich hier meinen Film hören kann, während die anderen alle was anderes machen. Und hier sind Verstellmöglichkeiten, natürlich mit Sitzbeheizung. Ich kann das Heckrollo hoch und runter machen in der Heckscheibe und ich habe hier noch Rollos für meine Privacy. Die gehen allerdings mechanisch. Hoppla, so, irgendwie da werden sie eingehakt. Lass das jetzt mal. Und dann kann ich hier entsprechend abgeschottet von der Außenwelt reisen, arbeiten, irgendwas machen. Richtig toll. Meine Kinder würden es großartig finden, wenn sie hier so chauffiert werden würden. Okay, gut. Also das ist das Executive-Paket und herrlich. Wunderbar. Könnt endlos fahren mit dem Auto. Gut, dann gehen wir mal nach vorne. Ja, aber der eigentlich interessanteste Platz ist doch hier vorne links, oder? Und das ist der Platz, auf dem ich in den letzten 14 Tagen auch schon, ich sag mal, tolle Fahreindrücke mit dem Genesis G80 Electrified sammeln konnte. Sitzposition, mein Steckenpferd, das wisst ihr ja. Ich sitze in diesem Auto sehr gut, sehr bequem, konnte mir das gut einstellen, was die Ergonomie angeht. Also die Abstände zwischen Pedalerie, Sitzfläche, Lehne, Lenkrad, das passt alles für mich. Ist auch gerade, ist nicht irgendwie schief wie bei anderen Fahrzeugen, alles gut. Was ich sofort bemerkt habe, man sitzt etwas zu hoch oder etwas höher in diesem Auto. Das liegt daran, weil die Batterie hier unten drunter ja irgendwo hin muss. Die Plattform wird auch als Verbrenner angeboten und insofern ergibt sich eine um vielleicht 6, 7, 8 cm höhere Sitzposition, als man das so erwarten würde. Ich würde vielleicht gefühlt für meinen Geschmack etwas tiefer gerne sitzen, aber es will ja nicht jeder so vor dem Instrumentencluster hocken. Insofern ist die Sitzposition nicht schlecht. Du hast etwas mehr Übersicht und es ist durchaus sehr angenehm. Ansonsten alles toll. Dieses Fahrzeug hat ein Nappa-Lederpaket. Es ist wirklich alles tipptopp gemacht, blitzsauber verarbeitet. Auch die Nähte, dieses Kontrast-Stitching hier, super. Das ist so eine Holzfurnier-Geschichte. Fasst sich toll an, macht einen super, super Eindruck. Allerdings gibt es dann so ein, zwei Ecken, wo ich sage, Mensch, Genesis, da habt ihr nicht aufgepasst. Zum Beispiel beim Lenkrad, das hast du ja jeden Tag in der Hand. Das ist beledert, das ist alles toll hier vorne. Und dieses kleine Plastikteil hier oben, ihr hört es, das ist einfachster Kunststoff. Also von daher, warum macht man da nicht auch Leder drauf oder macht es ein bisschen schicker? Das sind dann, aber das sind alles Kleinigkeiten. Ansonsten toll, ich habe zwei Pedals für die Rekuperation. Und hier merkt man im Innenraum sehr deutlich, dass sich dieses Auto aus dem Hyundai Kia Konzernregal bedient. Das heißt, ich habe die 800 Volt Akkutechnik hier drunter, auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber ich habe auch das gesamte Infotainment hier, was ich schon aus Fahrzeugen vom Hyundai Kia Konzern kenne. Und da ergibt sich vor allen Dingen das Thema Ladeplanung. Das hat dieses Auto leider auch nicht. Würde ich in der Oberklasse in der heutigen Zeit aber definitiv erwarten, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich sage, ich will nach München, dann macht das Auto eine Planung und sagt, okay, dann fahr mal los, ich weiß, wie du fahren musst. Aber die Akkuladung reicht nicht dafür. So, und dann hätte ich gerne schon bei der Abfahrt Vorschläge, wo ich denn laden kann. Dann kann ich ein bisschen besser planen. Das macht dieses Auto anders. Du fährst dann erstmal los. Der hat alle Ladestationen drin und du kannst auch danach suchen. Das ist alles toll. Und irgendwann, wenn es dann irgendwo bei unter 20% oder unter 15% geht das dann los, dass er sagt, alles klar, soll ich dir mal Ladestationen in deiner Nähe suchen und dann kannst du sagen, ich will hier in der Nähe laden und dann sucht er dir das raus. Also er macht das mit der Ladeplanung, aber er macht das immer erst dann, wenn es, ich will nicht sagen zu spät ist, aber wenn der Akku schon weit unten ist, das hätte ich gerne vorher, dass wenn ich losfahre, er mir sagt, alles klar, wir fahren los, du machst drei Ladestopps bis München, einer da, einer da, einer da und die dauern so und so lange. Finde ich in der heutigen Zeit eigentlich Pflicht für eine Oberklasse, kommt mit irgendeinem Update. Ansonsten tolle Stereoanlage, tolle Bedienelemente. Womit ich nicht ganz so glücklich geworden bin, ist dieses Menüdrehding hier in der Mitte. Das greift sich nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das bedienen soll, wie so ein Discjockey beim Scratchen. Keine Ahnung, also da komme ich nicht ganz mit klar. Glücklicherweise ist das aber ein Touchdisplay. Das heißt, du kannst da drauf touchen und sagen, zeig mir die Karte. Und dann zeigt er dir die Karte. Das geht ganz schnell.
Noch eine Einschränkung, die man hier drin hat, Hyundai Technik, dann, wenn ich das sage, weiß jeder Bescheid. Apple CarPlay gibt es tatsächlich nur mit Kabel. Es gibt eine Ladestation hier für das Handy, kann man da reinlegen, aber wenn man Apple CarPlay will, nur mit Kabel, auch nicht so super zeitgemäß, muss ich ehrlich sagen, für das Jahr 2022. Ansonsten tolles Ambiente. Wie ich eingangs schon sagte, dieses Limousinen-Feeling hast du hier. Ja, also dieses Gefühl, eine Oberklasse-Limousine zu fahren mit einem tollen belederten Armaturenbrett, nicht so viel Shishi, nicht so viel Flipperkram, alles was du brauchst, Connectivity da, Karten mit Stauerkennung und Umleitung und so weiter, alles was du haben willst, ist da. Du sitzt, hast ein Head-Up-Display, guckst raus, hast diese grandiose Motorhaube, dieser Blick über diese Motorhaube und ja, einfach so, wie es sich, wie ich eine Oberklasse-Limousine aus der Historie verstehe. Daumen hoch, Genesis. Kommen wir zu den technischen Werten, zur Elektrik, zum Verbrauch, zum Akku. Das machen wir vorne an der Ladeklappe. Und dann müssen wir das noch mal kurz mit dem Laden klären. Den Ladeanschluss habe ich euch gezeigt. Der ist hier vorne drunter. AC, DC, also eine CCS-Buchse. Das Fahrzeug benutzt die 800-Volt-Technologie, hoppla, die ihr von Hyundai kennt. Die Batteriekapazität von dem Auto ist 87,2 Kilowatt. Und durch die 800-Volt-Technik hat das Auto einen Ladepeak von 240 kW max, wenn alles gut geht, bei warmem Akku und warmen Temperaturen. Und wenn die Säule das mitmacht, 22 Minuten habt ihr den auf 80 voll an so einer Säule. Zu Hause kann der mit 11 kW in 7,5 Stunden geladen werden. Das ist gar kein Problem. Steckst abends den Stecker rein und morgens ist der Akku voll. Hyundai gibt einen Verbrauch von 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometern WLTP an, 520 Kilometer WLTP-Reichweite. In der Praxis zeigt das Auto mir bei diesen winterlichen Minustemperaturen rund 350 Kilometer an und das ist auch eine realistische Reichweite im Moment. Ja, dann bleibt noch die früher so oft gestellte Frage, was hat er unter der Haube bei Elektroautos? Ist das nicht ganz so wichtig, weil die Motoren auf den Achsen sitzen und nicht mehr unter der Haube? Wir gucken trotzdem mal drunter. Hier drunter ist richtig Alarm. Ein Frunk hat dieses Auto nicht. Dafür ist hier tatsächlich kein Platz mehr. Erstaunlich. Das Auto hat zwei Elektromotoren, hat also eine Art Allradantrieb, einen Motor auf der Vorderachse, einen Motor auf der Hinterachse. Beide Motoren haben 136 Kilowatt Leistung, jeder 185 PS. Das heißt, beide zusammen haben eine Systemleistung von 272 Kilowatt oder 370 PS. Noch imposanter ist das Drehmoment. 700 Newtonmeter liegen an, wenn du das Gaspedal, Spaßpedal, Strompedal, wie auch immer du es nennst, voll durchdrückst. Und dann geht die Fuhre richtig nach vorne. 4,9 Sekunden von 0 auf 100 sind drin, wenn du alles ausreizt. Und die Spitze, und das finde ich sehr erfreulich, dass man das Auto nicht irgendwie auf 170 Stundenkilometer kastriert hat. 225 Stundenkilometer ist die Höchstgeschwindigkeit für diese Limousine. Klingt alles vielversprechend. Also auf die Straße und eine Runde fahren im Genesis. Geht's dahin, wo so ein Genesis, ja ich sag mal, wo man über artgerechte Haltung für so ein Auto reden kann, nämlich auf die Autobahn. Und bin in den vergangenen Tagen und zwei Wochen mit diesem Auto rund 800 Kilometer unterwegs gewesen. Du gleitest dahin, machst Kilometer um Kilometer deinem Ziel entgegen, das ist wirklich toll. Und der Wagen hat drei Fahrmodi, Sport, Komfort und Eco. In Sport habe ich jetzt, ist der Punch sofort da. Der Wagen ist fast schon ein bisschen zu hektisch für meinen Geschmack, weil er sehr agil auf das Gaspedal reagiert. Das will ich vielleicht gar nicht. Insofern gibt es die Variante Komfort. Das ist so eine rundum glücklich Variante. Und es gibt die Variante Eco. Dann fährt er ein bisschen softer und ich sag mal, fährt auch mehr auf Reichweite. Das bringt 20, 30 Kilometer mehr Reichweite auf so eine Akkuladung.
Witzig ist, dass der Sitz mit diesem Fahrmodi verknüpft ist. Das heißt, wenn du auf Sport drückst, dann bläst der Sitz die Seitenwangen auf, senkt die Sitzfläche ab. Das heißt, ich komme im Sitz etwas runter, werde an den Seiten ein bisschen weiter eingeschraubt sozusagen, damit ich mehr Seitenhallen habe. Das ist ganz lustig. Und wenn ich dann wieder auf Komfort drücke, dann merkt man, bläst diese Luft wieder raus, drückt mich im Sitz wieder ein bisschen höher, damit ich diese leicht erhöhte Sitzposition habe. Ganz putzig gemacht. Bei 130 oder schneller bläst er mir den Sitz auch im Komfortmodus auf. Okay, das kann man übrigens abschalten. Wen das nervt, dieses Sitzaufgeblase, der kann das deaktivieren. Was er auch macht auf längeren Strecken, wenn das Auto erkennt oder meint zu erkennen, dass ich irgendwie müde werde, dafür hat es hier vorne im Tacho so kleine Sensoren und analysiert meine Fahrweise. Dann fängt er auch an, mich zu massieren im Sitz, damit ich wieder ein bisschen fit bleibe. So, auf geht's, wir fahren mal eine Runde. Und das Erste, was auffällt, wenn man hier so mit dem Auto fährt, ist die Geräuschentwicklung oder die Nicht-Geräuschentwicklung, so muss man es ja sagen. So, gehen wir hier rüber, blinki blinki. So, das sind jetzt rund 100 Stundenkilometer. Das ist natürlich so einer Limousine nicht würdig. Ich fahre mal 130. So, und jetzt auf der Autobahn 130. Hört mal hin. Also super ruhig. Ich spreche auch ganz normal. Ich spreche nicht laut, so ganz normal, wie ich mich hier im Auto unterhalten würde. Ich habe hier sehr, sehr wenig Windgeräusche. Das fällt kaum ins Gewicht, bei 130 zumindest nicht. Und auch die Abrollgeräusche der Reifen sind so gut wie weg. Und das liegt daran, dass dieses Auto dafür eine aktive Geräuschreduzierung hat. Das heißt, es projiziert mir hier im Innenraum den Gegenschall zu den Geräuschen. Das kennt ihr von den Noise-Canceling-Kopfhörern, mit denen man so in der Bahn oder im Flugzeug sitzen kann und dann von der Umgebung nichts mehr mitkriegt. Und genauso eine Technologie ist hier in dem Auto verbaut und die zielt genau auf die Abrollgeräusche der Reifen, die mit Gegenschall praktisch hier aus dem Fahrgastraum eliminiert werden. Funktioniert 1A, super leise, super entspannt. Was das Auto auch hat, was das Fahrwerk angeht, das Fahrwerk ist mit den Kameras gekoppelt. Sobald die Kameras erkennen, dass vor mir zum Beispiel eine Bodenwelle kommt oder irgendeine Straßenunebenheit, dann stellt sich diese Federung darauf ein. Das heißt, sie bereitet sich also vor, muss sie härter, muss sie weicher werden, um diese Welle dann entsprechend abzufedern. Also, fahren ist hier ganz, ganz großes Kino, super leise, super angenehm und das Fahrwerk ist einfach eine Wucht. So, jetzt haben wir hier ein kurzes Stück 80, das machen auch alle, weil hier sehr gerne mal ein kleines mobiles Fotostudio aufgebaut wird, wo man für 100 Euro oder mehr schnell mal ein Bild von sich kriegen kann, inklusive Auto. Das wollen wir hier vermeiden. Dann geht es hier um die Kurve rum. Und der Wagen steht immer noch auf Komfort. So, und hier ist die Geschwindigkeit offen. Jetzt haben wir hier so ein paar Hengste, die lassen wir dann gerne mal vorbei. Und auf geht's. Also der Wagen steht nicht auf Sport, sondern auf Komfort, 120. Und ich drücke mal aufs Gas. 140, der Sitz bläst sich auf, 160. Geht gar nicht. Der Verkehr ist so voll, so schnell kannst du gar nicht fahren. Aber der Wagen zieht, kann ich euch verraten, ziemlich, ich sag mal, ohne mit der Wimper zu zucken auf 200 oder mehr. Das geht super, super schnell. Also nochmal, 120, 140. Das ist leider voll da vorne wieder. Ja, jetzt gehen wir mal Gas. 160, 170, 180. 190. Jetzt habe ich mehr Windgeräusche, ist klar. Reifengeräusche habe ich immer noch nicht. Ich höre den Elektromotor ein ganz bisschen so im Hintergrund. Dann ist auch ein Fahrgeräusch. Ja. Also super souverän kann man hier fahren. Aber so wie ich gefahren bin in den letzten Tagen und Wochen, muss ich sagen, ja, kann man machen.
Und 150, 160 ist auch eine schöne Reisegeschwindigkeit mit so einem Auto. Was dann nicht passt, ehrlich gesagt, ist der Verbrauch. Du bist sehr schnell, wenn du auf der Autobahn so fährst, bei Verbräuchen von weit jenseits 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und da macht sich die Karosserieform bemerkbar, dieser stehende Kühlergrill vorne. Das ist alles so herrlich unvernünftig, sorgt aber dafür, dass du auf der Autobahn auch an Reichweite verlierst, wenn du dem Teil hier die Sporen gibst. Macht man nicht. Also Autobahngeschwindigkeit, so nach meiner Wahrnehmung, würde ich sagen 120 bis 135. 130, 135 kannst du auf der Autobahn gut fahren. Das ist perfekt. Verbrauchst du nicht so viel und hast die entsprechende Reichweite. Und kommst ganz gut voran. Der Unterschied dazu, wenn du 160 fährst, ist auf einer längeren Strecke ein paar Minuten nur vielleicht. Das bringt nicht viel. So, was mir auch aufgefallen ist, wenn das so ein bisschen glatt ist und du ein bisschen Gas gibst, dann merkt man, dass der Wagen heckantriebslastig abgestimmt ist. Also du hast zwar zwei Motoren, vorne und hinten, aber im Prinzip ist das ein Hecktriebler, der vorne eine Ergänzung hat, so würde ich das mal sagen. So, wenn du um eine Kurve fährst, dann gibst du ein bisschen Gas, dann kommt das Heck leicht ein bisschen raus. Die Räder sie haben ein bisschen Schlupf erlaubt sozusagen, sie regeln das nicht so gleich runter. Funktioniert wirklich 1A. So, jetzt machen wir auch die Heizung mal wieder an, die hatte ich vorhin zum Filmen aus. Wenn ich das Fahren im Genesis G80 so zusammenfassen soll, ist das eine tipptopp Reiselimousine mit echten Kilometerfresserqualitäten. Das macht einen Heidenspaß, mit diesem Auto zu fahren und auf Langstrecke unterwegs zu sein und Strecke zu machen. Ich habe jetzt über 800 Kilometer in den letzten Tagen mit diesem Auto gefahren. Mein Verbrauch liegt bei 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometern im Schnitt und ich habe keinen Kilometer, ehrlich gesagt, bereut. Wenn die Ladeinfrastruktur mitmacht und du diesen 800 Volt Vorteil hier ausspielen kannst an der Ladesäule, dann bist du super zackig unterwegs und das in einem echten Oberklasse-Ambiente. Und bei aller Theorie im Prospekt, wie schnell der lädt und wie schnell du wieder unterwegs bist, sieht es in der Praxis dann meistens anders aus. Hier hinter mir eine der wenigen Ladesäulen in meiner Umgebung, die ein 800 Volt Fahrzeug mit voller Geschwindigkeit laden können soll. Das ist eine Kombination aus zwei Sachen, die ich eigentlich nicht mag. Das eine ist die Hardware. Die Säule ist von EVATEC. Die erkennt ihr, die sieht immer aus wie so ein Flaschenöffner. Funktionieren in den seltensten Fällen nach meiner Erfahrung. Das zweite ist die Marke Allego. Hat sich ein bisschen gemausert in einiger Zeit, indem sie viele Ladestationen gewechselt hat, aber ich sag mal, der Eimer und dann noch Allego drauf ist für mich eigentlich ein Grund zum Weiterfahren. Aber hier ist die einzige Chance, ein 800 Volt Fahrzeug adäquat aufzuladen. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Hier ist die Säule, die hat zwei Ladeanschlüsse. Der eine auf dieser Seite ist für 800 Volt geeignet, 800 Volt Systeme und macht dann bis zu 320 Kilowatt Ladeleistung. Sollte also genug sein für unseren Genesis. Auf der anderen Seite ist dann ein Ladeanschluss für 400 Volt Fahrzeuge. Ich kann den 800 Volt Anschluss natürlich auch für 400 Volt Fahrzeuge benutzen, aber egal. So, da steckt der Stecker drin, das Display. Und das ist dann schon wieder so richtig klasse. Die Säule startet gerade neu. Sie ist nämlich gerade abgestürzt. Und das ist das Thema, was wir hier laufend haben. Hier, da, Copyright, Boot, wahrscheinlich läuft da Windows drauf oder keine Ahnung. Loading Linux, ah ja. Also die Säule fährt gerade neu hoch. So viel dann zu meinem Ladevorgang. Mal sehen, was der Wagen im Innenraum sagt. Und das ist das, was ich so hasse. Und mal gucken, hier im Innenraum auch nichts mehr von Ladung. Also das kannst du vergessen. Dann fahren wir weiter. Also neuer Lader, neues Glück. Ich stehe jetzt hier bei einer anderen Marke mit anderen Ladestationen. Die sind hier gleich in der Nähe aufgebaut. Das ist ein Alpitronic Charger, ein Hypercharger, also ein Gerät, das eigentlich immer funktioniert, häufig funktioniert, meistens funktioniert. Die Dinger werden in Bozen, Südtirol gebaut und egal welche Marke da dran steht, das Gerät selber macht den Unterschied. Nach meiner Erfahrung funktionieren die echt gut und diese EVATEC Flaschenöffner haben häufig Probleme, so wie eben zu sehen. Eigentlich habe ich fast immer damit Probleme gehabt, wenn ich hier geladen habe. So. Der Wagen, das Display zeigt an die Ladegeschwindigkeit, da muss man hier, glaube ich, drücken.
dann kriegt man das zu sehen. Wir laden hier also mit 80 kW. Das ist natürlich nicht das, was er können soll. Interessanterweise hier Kartenleser außer Betrieb. Sowas ist immer spannend. Erleichtert die Elektromobilität unheimlich. Und wir steigen jetzt ein ins Auto, denn der Wagen zeigt das innen auch an. Da zeigt er schön an, was er macht. Und dann brauchen wir nicht draußen im Kalten zu stehen. Im Moment 13% Zero Charge, 80 kW Ladeleistung. Die volle Ladeleistung habe ich bei dem kalten Winterwetter nirgendwo gesehen. Unterwegs war aber ich selbst der Zeitfresser. Einen Kaffee trinken, ein paar E-Mails bearbeiten und dabei war der Akku im Genesis schon längst wieder voll. Ja, nach 2 Wochen Genesis G80 Electrified. Morgen geht der Testwagen wieder zurück, ist die Frage. Was bleibt als Eindruck? Und da bleibt schon ein gewaltiger Eindruck von diesem Auto. Ich finde ihn richtig klasse. Hatte euch am Eingang schon gesagt, warum, komme ich gleich nochmal dazu. Kurz zu den Preisen. Der Wagen kostet 69.200 Euro unverbindliche Preisempfehlung für das Basismodell. Das heißt aber schon Luxury, da ist schon alles drin, was du brauchst. Dieser Testwagen hat ein Technikpaket, Sitzpaket, Komfort, Executive-Paket, Komfortpaket, Nappa-Leder, Solardach, Vehicle-to-Load, Uyuni White, Obsidian Black innen und Ash Metallic Holzapplikationen, liegt dann bei 85.500 Euro vor Förderung. Finde, das ist ein interessanter Preis, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass du mit dem Budget bei einer anderen Automarke ins Autohaus latscht und dort so eine Oberklasse-Limousine voll elektrisch wohlgemerkt mit den Leistungsdaten haben möchtest, da wirst du nicht mit auskommen. Super interessant, ja. Was man sich auch noch merken muss für Genesis ist, die wollen Premium. Und sie bieten auch Premium 5 Jahre, muss man sich merken, denn das Fahrzeug hat 5 Jahre Garantie. Es gibt 5 Jahre einen Pannenservice, man kriegt einen Austauschwagen, wenn das Fahrzeug länger irgendwo in die Werkstatt muss. Und man kriegt für 5 Jahre eine Ladekarte für Ionity mit zu einem vergünstigten Tarif. Das heißt, statt der 79 Cent zahlt man irgendwas, ich weiß es gar nicht, 35, 45, 40, irgendwas gibt da vergünstigte Tarife. Die kriegt man mit und insofern ist man da auch auf Langstrecke super versorgt. Das finde ich wirklich einen beeindruckenden Service. Ja, mein Eindruck zu dem Auto, ich habe euch anfangs gesagt, ich mag Limousinen, die so ein bisschen dieses, ich sag mal, ein Tüdelchen alte, verschwenderische haben. Oberklasse-Feeling, das hat er. Er ist nicht ganz so rund gelutscht wie die anderen Fahrzeuge. Das zeigt sich im CW-Wert und das zeigt sich leider auch im Verbrauch. Ich bin über 800 Kilometer mit dem Auto jetzt unterwegs gewesen, mit einem Durchschnittsverbrauch bei winterlichen Minustemperaturen von 25 Kilowattstunden rund auf 100 Kilometern. Auf der Autobahn musst du dich ein bisschen zusammenreißen, obwohl das Auto mühelos über die 200 geht und du gerne 160, 170, 180 fahren würdest, was eine tolle Reisegeschwindigkeit für das Auto ist. Da verbraucht er mir zu viel. Ich bin so bei 135 geblieben, was ich ein bisschen zu wenig finde für das Auto. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Schneller fahren, so wie man das für den Wagen erwartet. Dann verbrauchst du mehr, musst häufiger an die Ladesäule oder langsamer fahren und weiterkommen und vielleicht einen Ladestopp weniger machen. Apropos Ladestopp. Die 200 irgendwas Kilowatt Ladepeak, die das Auto haben soll, habe ich nie gesehen. Liegt auch daran, dass alles kalt ist und ich sag mal, ich habe teilweise, die Ladesäulen nicht so mitmachen, ich habe teilweise 80 gesehen, das war dann an einer Ladesäule, die kaputt war, habt ihr ja im Video gesehen. Und insofern kein Problem. In Berlin habe ich das Auto aufgeladen, da war es nach 1 Stunde komplett wieder voll. Die 1 Stunde habe ich genutzt, um ein paar E-Mails zu beantworten und zu telefonieren, das war alles gar kein Thema. Also zu Hause über Nacht an die Wallbox. Das hat alles super, super funktioniert. Ich finde den toll. Ich finde, der hat was. Der hat etwas, was heutige Autos nicht mehr haben. Sind alle Windkanal optimiert, sind fahrende Computer. Der hat noch so ein bisschen dieses Feeling von früher. Und ich finde es ganz toll, dass die Designer von Genesis das auch so erhalten haben und eine Alternative zu diesen doch eher rundgelutschten Flipperbuden, wie ich immer sage, anbieten, die es da heute so gibt. Ich mag den. Preislich interessant. Garantieversprechen finde ich toll. Ist also eine ernstzunehmende Geschichte, die man sich angucken sollte, wenn man eine klassische Oberklassen-Limousine sucht. Was sagt ihr zu dem Genesis G80? Ich freue mich auf eure Kommentare. Schaut euch auch dieses Video an und wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Das wisst ihr alles. Ich bin Oliver. Wir sehen uns im nächsten Video und auf bald.